Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Kölner Treff. Peter Horthorn hat das hier eröffnet und wie Sie gemerkt haben, hat das Publikum schon wacker gespielt. Wollen Sie noch mal mitmachen, meine Damen und Herren? Vielleicht jetzt so, ja. Wir werden auch mal. Das ist ja unglaublich. Nee. Was ist denn das? Ja. Aber wir waren wieder prima Ton in Ton, nicht? Hier beide. Wie immer kein Misston zwischen uns. Meine Damen und Herren, Sie zu Hause wissen es noch nicht, unsere Zuschauer hier wissen es schon. Heute gibt es kein Kölsch. Heute gibt es Appleboy. Wir haben ja auch Zuschauer in Hessen und auch woanders natürlich, zum Beispiel auch in Baden-Württemberg. Und wenn wir denen in Baden-Württemberg einen Gruß senden wollen, dann spreche ich einfach ein bisschen Schwäbisch. Aber da niemand von uns Hessisch kann, haben wir uns überlegt, wie können wir diese Zuschauer auch einmal ein bisschen grüßen. Und das tun wir, indem wir heute ihr Nationalgetränk ausschenken. Es gibt also Appleboy. Wenn Sie also zu Hause mitmachen wollen, müssen Sie sich Appleboy besorgen. Ja. Aber das hängt wieder so tolerant damit, sind wir ja, das hängt wieder damit zusammen, dass die anderen Bürger sagen, wenn der schon Militärdienst machen muss, dann soll er wenigstens anständig bezahlt werden. Ja, ja. Oh ja. Ja, Herr General, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es gibt kein Geneva oder wie heißt das? Geneva oder wie ja, das wissen Sie. Geneva. Geneva. Na, das Geneva. Ist gar nicht mehr. Geneva. Geneva. Alte und junge. Junge und Aude oder wie? Ja, junge und ja. Aude. Ja. Es gibt nur Appleboy. Ich weiß nicht, ob Sie sich darunter etwas vorstellen können. Nein, ich habe noch nie dran gewartet, aber ich mache die Sache hier. Dann. Probieren Sie es. Jetzt ja, sind Sie fertig, jetzt können Sie es probieren. Herzlichen Dank. Danke.
Wir haben ein paar Schwierigkeiten mit Kameras, meine Damen und Herren. Wenn die Sendung also nicht ganz so scharf ausfällt, wie sie sein sollte, entschuldigen Sie es, wir suchen den Fehler zu beheben. Ich hoffe, die Gruppe Mammut ist übergekommen. Das ist Josef Mammut, Alfred Mammut, Siegfried Mammut. Also, ja. Wie heißen Sie wirklich? Ich heiße Michael Wolf. Michael Wolf. Jawohl. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus dem tiefen Schwarzwald, aus St. Georgen. Alle sechs? Ja, zum Teil, so ein bisschen verstreut mit, in der Gegend. So. Mit Umgebung, mit Eingemeindung. Ja. Mit da, Gemeinde, ja. Ja. Wie kommen Sie auf Mammut? Mammut habe ich nochmal nachgeguckt. Waren also etwa 4 Meter große Elefantentiere mit 5 Meter langen Stoßzähnen. Aber so ist ja, die Sache ist die, der einer unserer Gründungsmitglieder ist schon lange nicht mehr dabei. Der war also ziemlich korpulent, möchte ich sagen. Falls ihr das jetzt seht, sonst ist er mal böse, wenn ihr mehr sage. Mhm. Und nachdem, die haben alle zu ihm Mammut gesagt und so war das. Ich hoffe, er verzeiht mir das. Das ist auch ganz eindrucksvoller Titel. Im Augenblick spielen Sie in Düsseldorf auf der HiFi? Ja, auf der HiFi-Messe. Am Stand von einem Hersteller für Elektronikindustrie in dem Vorführraum. Da nehmen Sie auf und das wird dann vom Band wieder das abgespielt? Das wird eben demonstriert, dass man eben mit Kassette, hauptsächlich mit Kassette heutzutage doch Ergebnisse erzielen kann, live aufnehmen und wiedergeben. Gibt es auf der Messe etwas, was Musiker, junge Musiker wie Sie interessiert, was neu und wichtig ist? Ja, neu und wichtig. An sich im Moment greift also mehr die Elektronik in das ganze Geschehen ein. Und das einzig Neue, was man vielleicht erwähnen könnte, aber das ist noch gar nicht, das kommt erst in den Mitte der 80er Jahre, das ist die neue Schallplatte, die mit Laserstrahlen abgetastet wird. Und die hat eine Dauer von 2 Stunden und wie gesagt, das ist erst in 10 Jahren. Kann nicht mehr Jahren. Kaputt gehen dann? Das weiß nicht, ob das kaputt geht, wohl alles, aber... Das ist ja das Merkwürdige, man operiert mit Laser und dann gibt es aber auch Laser, das ist wieder ganz zart. Ne? Ja, vielleicht zerschneidet es die Platte, ich weiß es nicht. Ja. Das wäre für die Industrie, wäre das ja auch noch was. Einmal abspielen. Ja. X und Hop. Ja. Sind Sie Berufsmusiker oder Amateure? Nein, wir sind reine Amateure, wir machen das rein. Früher haben wir es mal ein bisschen als Hobby gemacht, mittlerweile ist es ja schon ein kleines Unternehmen. Stellen Sie Ihre Mitglieder mit Berufen mal eben vor? Ja, da haben wir also hier unseren Uwe, der zupft auch einen ganz schönen heißen Darm. Der spielt die Gitarre, der ist Kaufmann von Beruf. Und dann haben wir da hinten unseren Sammy, der bedient das Orgelklavier oder wie man das nennen möchte. Und da oben, das ist unser Günther, der ist auch, Moment, habe ich vergessen, ja, Entschuldigung, Beruf. Unser Sammy, das ist ein Jungunternehmer unter uns, der hat also viel Geld. Ja. Ja, die anderen bezahlt die Instrumente. Leider nicht, das könnte aber ruhig machen. Ja. Also unser Günther ist, was bist du eigentlich? Er prüft, was er prüft, prüft. Möchte ich hier nicht prüft. Sagen, aber er prüft auf jeden Fall. Ja, da haben wir da hinten unseren Peter, der ist Pädagoge von Beruf und der bedient das Schlagzeug. Das und passt ja für Pädagogen, ja. Ja, die hauen manchmal auf den Putz, ja, das kann vielleicht sein. Ja. Und dann haben wir da unseren Volker, der spielt Saxophon und Trompete, Entschuldigung, Querflöte und von Beruf ist er Kaufmann. Gut, und Sie spielen also im Schwarzwald auch zum Tanz und heute wir bei uns? Wir spielen da anstelle der Diskotheken, die da nicht vorhanden sind. Ja. Selbst komponierte Musik oder? Ja, meistens orientieren wir uns an Hitparaden, aber das, was wir also heute hier spielen, also, sind also eigene Sachen. Was spielen Sie jetzt? Jetzt spielen wir einen Titel, der heißt Music is Fine. Okay. Get back at home.
Adieu, Alfred. Adieu, Dieter. Adieu. Adieu allesamt, liebes Publikum. Liebes Publikum, adieu.